der Jänner 2019. Nach warmen Weihnachten beginnt es zu schneien. Innerhalb kürzester Zeit fallen fast 2 Meter Schnee. Nach wenigen Tagen ist klar, das wird kritisch. Besonders kritisch für Hausdächer und darauf montierte Photovoltaikanlagen. Wie hier beim Werkschulheim Felbertal. Naja, wir haben sag ich mal, ungefähr meine Höhe, also 1,80 Meter Schneehöhe gehabt auf den Dächern. Wir haben dann über die Gemeinde des Bundesheer alarmiert. Wir haben dann einen Trupp mit knapp 90 Bundesheerlern abgestützt bekommen, die dann angefangen haben, die Dächer abzuschaufeln. Der massivste Schaden war dann leider an den ganzen PV-Anlagen, weil durch den erhöhten Schneedruck die Unterkonstruktion nachgegeben hat. Die PV-Module waren, wie sie dann bei der Überprüfung herausgestellt hat, zu ungefähr 80% zerstört. Das Werkschulheim Felbertal hat mit über 1300 Quadratmeter Photovoltaikfläche eine der größeren Anlagen im Bundesland. Die Anlage ist auf 10 Gebäude verteilt. Ein kleiner Teil davon versorgt die Schule selbst, der Rest des Stroms fließt in das Salzburger Stromnetz. Doch im Jänner 2019 steht die Anlage plötzlich still. Wir produzieren hier am Standort ca. 220.000 Kilowattstunden im Jahr. Das entspricht in etwa einer Strommenge von 66 Haushalten. Wir machen ein Monitoring, die PV-Anlagen werden kontrolliert, wie sie funktionieren. Und da haben wir relativ schnell gesehen, dass die Leistung sehr stark abgefallen ist, fast gegen null. Daher haben wir dann gewusst, okay, da hat es was. In den vergangenen Monaten hat die Salzburger AG die Anlage völlig von den Dächern abmontiert und mit einem Spezialverfahren überprüft. Die Module werden im Endeffekt rückwärts bestromt. Das ist eigentlich der Umkehrschluss zur Photovoltaik an sich. Im Normalfall strahlt die Sonne auf die Photovoltaikmodule und wir erzeugen Strom. In diesem Fall bestromen wir die Module und man sieht dann die Risse im Endeffekt in den Zellen. Und die dunklen Bereiche in so einem Bild sind dann auch die Bereiche, die kaputt sind, die inaktiv sind. Nur 20% der Photovoltaikmodule haben die Überprüfung bestanden und durften wieder aufs Dach. Der Rest der Anlage wurde vollständig ausgetauscht. Im Endeffekt ist es natürlich schade, dass man die Module dann entsorgen muss letztendlich. Aber damit wir auch in Zukunft viel Ökostrom erzeugen können, ist es uns das wert, dass wir das natürlich austauschen und sozusagen wieder erneuerbaren Strom für den Standort und für Salzburg erzeugen können. Die neue Unterkonstruktion ist jetzt verstärkt und kann somit auch schwere Lasten künftig tragen. Die neue Anlage bringt auch ein bisschen mehr Leistung. Dadurch bleiben wir also unserem Leitfaden treu und produzieren weiter Strom auf unseren Dächern. Das freut uns auch, dass das jetzt wieder so super funktioniert. Damit steht sauberem Ökostrom von den Dächern im Felbertal in den nächsten 20-25 Jahren nichts mehr im Weg.